Hallo, ich bin Piran, einer der beiden Geschäftsführer von Koro. Und heute geht es so ein bisschen um Verpackung, warum wir bei Koro welche Verpackung nutzen. Und wir möchten damit so ein bisschen kommunizieren, dass da tatsächlich ein System dahinter steckt. Wir kriegen immer wieder Kundenanfragen, ja, das ist viel Plastik und so weiter und so fort. Und wir finden, gut, das gehört irgendwie erklärt, weil die Thematik ist gar nicht so einfach zu lösen. Es gibt einen riesen Zero-Waste-Hype. Man sieht immer diese verschmutzten Bilder von den Weltmeeren, dass man da was machen muss. Und das stimmt auch vollkommen. Wir haben uns relativ lange mit dem Thema beschäftigt und wollen mal so ein bisschen unsere Sichtweise darauf erzählen und auch ein bisschen erklären, warum nutzen wir für welche Produkte welche Verpackungen. Kurz mal so der Hintergrund und die Geschichte, wie wir eigentlich angefangen haben. Also angefangen haben wir eigentlich mit dieser Verpackung. Dieser einfache Clip mit dem Beutel, das ist ein Zellophanbeutel. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, die Leute, die finden das ein bisschen schwierig mit dem Plastik, da müssen wir auf den Kunden hören, müssen ein bisschen umschichten. Und haben gemerkt, Papier ist irgendwie keine richtige Alternative, weil wenn ich da Trockenfrüchte drin habe, dann kleben die drin, die Haltbarkeit wird schlechter, der Kunde kriegt keine gute Ware. Sprich, wir haben für uns gesagt, wichtig ist, dass die Ware gut bleibt. Ja? Deshalb kaufen die Leute bei uns ein, weil sie eine gewisse Qualität von unserer Ware erwarten. Deswegen, das war gar nicht diskutabel. Glas haben wir mit den ganzen Produzenten mal durchdiskutiert. In knapp 60-70% der Fälle lassen Produktionen aufgrund von IFS-Zertifizierung und Co. gar kein Glas in die Fabrik zu. Deshalb, weil da Bruch entstehen kann, dann können Glassplitter reingehen, das ist ein Risikofaktor. Deshalb haben viele Fabriken und Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, Glas komplett aus der Produktion verbannt. Wenn wir jetzt Glas abfüllen wollen würden, dann müssten wir wiederum eine Handelsstufe dazwischen schalten, was wiederum gegen das Geschäftskonzept ist. Deswegen ist Glas auch so ein bisschen weggefallen, mit Ausnahme von Produkten wie Musen, weil dort sind die Produzenten meistens bereit, diese Muse direkt auch in Glas abzufüllen, weil das üblich ist. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und sind auf diese tollen Kraftpapierbeutel gestoßen. Und die sehen toll aus, klasse aus, sehen so ein bisschen, haben so einen Öko-Stil. Und die Leute, viele fühlen sich damit wohl, weil sie denken, okay, das ist irgendwie toll für die Umwelt, bis wir uns ein bisschen näher mit der Thematik beschäftigt haben. Diese Beutel sind zusammen mit diesen Pappdosen, die ihr auch kennt von verschiedenen Herstellern, eigentlich so ziemlich das Schlechteste, was man für die Umwelt machen kann. Das sieht man erst, wenn man die öffnet. Und zwar hat man hier einen Dreiverbundstoff in Plastik, damit das gut verschweißbar ist, in der Mitte Alu, damit da auch ja nichts durchkommt und außen Kraftpapier. Und die sind so fest aneinander geklebt, dass man die nie wieder auseinander kriegt. Das heißt, diese Verpackung, nachdem das Produkt aufgebraucht ist, ist eigentlich weder recycelbar noch irgendwas anderes, muss in den Restmüll geworfen werden, produziert Unmengen an Energie in der Herstellung, weil da Alu, Plastik und Kraftpapier drauf ist. Und wir haben gemerkt, für uns ist es keine Option. Ja, und wollten dann davon Abstand nehmen, weil wir nicht sagen können, okay, hier tolle Öko-Verpackungen, aber eigentlich ist das noch viel schlechter als die Verpackung, die wir davor hatten. Und sind dann irgendwann auf diese Lösung gekommen. Und sind auch bis jetzt sehr, sehr zufrieden damit. Und zwar sind das OPP-Blockbodenbeutel. Ja, das ist teilweise, also das ist Plastik, aber das ist ein Einverbundsplastikstoff. Das heißt, wenn ich diese verschmutzten Weltmeere sehe, dann glauben wir, dass es nur bedingt sinnvoll ist, hier in einem Hochindustrieland wie Deutschland komplett auf Plastik zu verzichten. Ich glaube, es gibt schlauere Methoden, da irgendwie entgegenzuwirken, unternehmerisch entgegenzuwirken, wirklich was zu bewirken, versuchen, Recyclinganlagen in den Ländern zu bauen, in denen das wirklich ein Issue ist, in denen das Zeug dann im Meer tatsächlich landet. Auch ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht die Lösung, dass man sagt, hier versucht man als einfacher Mann auf möglichst viel Plastik zu verzichten. Und wir glauben auch, dass es gut ist, auf Plastik grundsätzlich, wenn möglich, zu verzichten. Aber wir glauben nicht, dass es der richtige Weg ist, dass man sagt, zero Plastik, no matter what, kompromisslos. Und deswegen haben wir uns für diese Verpackung entschieden. Die sind vollständig recycelbar, wenn ich die in den Plastikmüll schmeiße, wiegen 6 Gramm. Ja? Und da passen bis zu 2 Gramm Getreidesorten rein, 1 Kilogramm beispielsweise Goji-Beeren, Chiasamen und Co. Sprich, ich habe dann einen Plastikverbrauch und einen OPP-Einverbundstoffverbrauch von knapp 0,3 bis 0,6 Gramm Plastik auf 100 Gramm Produkt. Und wir haben das mal verglichen mit dem, was man so im Handel findet, und da kommt man so zwischen 9 und 16 Gramm Plastik pro 100 Gramm. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, sind wir über 10 Mal dort besser, beziehungsweise ein Zehntel des Plastikverbrauchs hat man, wenn man die Produkte in Großpackungen kauft, eine Sache,
Und die zweite Sache, nicht dicke bedruckte Folien nimmt, sondern ganz einfache Lösungen mit einem einfachen Papieretikett und können da 90% sparen. Wir haben ein paar Ausnahmen drin, und zwar einmal für gefriergetrocknete Früchte sowie für Flocken. Und zwar haben wir gemerkt, wenn wir Flocken gerade in großen Packungen in diese OPP-Beutel machen, dann ist das schwierig, weil so 3 Kilogramm Flocken, man braucht eine gewisse Zeit, bis man die aufbraucht. Die sind sehr voluminös. Es gibt aktuell keine Standard-OPP-Blockbodenbeutel auf dem Markt, die so ein Volumen in einen Beutel kriegen. Plus Flocken sind, das wisst ihr sicher, irgendwie anfällig für Mottenbefall und Co. Und deswegen wollten wir da was machen, was luftdicht sippbar ist. Das heißt, dass ich da auch keinen Mottenbefall drin habe. Plus für die gefriergetrockneten Früchte brauchten wir eine Lösung, dass da keine Luft dran kommt, weil die sind sehr hygroskop, sagt man. Die ziehen also Wasser an sich. Wenn da irgendwo ein Loch drin ist, wenn das nicht luftdicht ist, werden die sehr schnell pappig. Wenn ich davon 500 Gramm kaufe, und das ist bei gefriergetrockneten Früchten sehr viel, dann möchte ich nicht nach 250 Gramm nur noch 250 Gramm pappige Früchte da haben. Und da haben wir uns für diese LDPE-Beutel entschieden. Die sind ein bisschen mehr Plastik, aber das ist sozusagen für uns immer noch das kleinste Übel. Ja, das soll jetzt keine Excuse sein, aber aktuell finden wir keine optimalere Verpackung für diese Produkte. In Großpackungen pro 100 Gramm sind wir immer noch sehr, sehr gut dabei, sowohl bei den gefriergetrockneten als auch bei den Flocken. Die sind sippbar, es ist weder Kraftpapier noch irgendwie Aluminium dran. Ich kann das einfach in der gelben Tonne entsorgen und es wird zum größten Teil entsorgt, recycelt. Ansonsten bei unseren Musen machen wir immer Glas, wenn es geht. Ja, wir haben uns auch überlegt, ob wir die Produkte nicht grundsätzlich im Glas verschicken und eine Supply Chain, also eine Lieferkette dazwischen schalten, sprich irgendwie einen Abfüller dazwischen schalten, alle Produkte, die wir kriegen, umpacken. Aber erstens, durchs Umpacken wird das Produkt nicht besser. Wir haben Kooperationen mit beispielsweise Bauern in Burkina Faso, die packen unsere Mangos direkt in die 1-Kilogramm-Beutel ab. Die werden nicht nochmal, oder die Ananas, die werden nicht nochmal aufgemacht, und dadurch bleibt die Qualität auch gut. Wenn man da noch eine Abfüllung dazwischen packt, wird das Produkt nicht besser. Plus, es ist ja nichts Schöner, also ich will ja nicht irgendwie 2- oder 3-mal so ein Glas kaufen für das gleiche Produkt, sondern ich will eigentlich schöne Gläser haben, so wenig Verpackung wie möglich und das Produkt, wenn es zu Hause ist, sowieso umfüllen, weil das nicht nur besser aussieht, sondern auch besser ist für die Haltbarkeit. Deshalb für uns die Lösung, minimales Plastik, da sparen, wo es geht, aber nicht dogmatisch sein, sondern immer noch mit Vernunft an die Sache rangehen, versuchen zu optimieren. Und falls ihr Anregungen habt, Ideen habt, wie man Verpackungen weiter minimieren kann, sagt es gern Bescheid. Ihr kennt sicher auch unsere Pakete. Da haben wir auch kein Plastik drin, sondern da kommen immer, wenn es mal irgendwie Produkte sind, die kaputt gehen können, wie diese Gläser, werden die in recyceltes Papier eingewickelt. Und ja, das war quasi unser Statement. Was mir wichtig ist, persönlich ist, wir glauben einfach, dass es nicht sinnvoll ist, 100% auf Plastik zu verzichten und da selbst für sich keine Kompromisse zu machen, sondern so weit wie es geht, unnötiges Plastik, diese ganzen, ich kaufe es einmal, Plastiktüten und schmeiße sie danach wieder weg, das ist totaler Blödsinn, das braucht man nicht und das verstehen wir vollkommen. Aber zu sagen, okay, ich spare mir diese 4 Gramm Plastik auf 2 Kilogramm Quinoa, das finden wir nicht verhältnismäßig, und da würden wir uns gerne über die Diskussion mit euch freuen.